Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Nicht Fiesta, sondern Star Wars The Old Ja, das meine ich ja. Republic. Und nicht nur irgendeine Folge, nein, wir sind in Folge 99. Das heißt, wir haben fast 100 Folgen. Wow. Jawohl. Ja, wir sind natürlich Und immer da noch wir in diesem uns schönen morgen Raumkampf. selbst feiern, gibt es dann morgen ja eine Folge, eine Spezialfolge von einem anderen Teil Was machen sozusagen. wir, hä? Von der bösen, eine Spezialfolge Ja, machen wir wir reden mal dann, lauter, wenn ich oder? hier schieße, höre ich dich nicht. Achso, ja. Ja, wir wechseln nämlich wie in Aion auf die dunkle Seite. Das ist richtig, glaube ich, Genau, ne? so machen werden wir das tun und werden halt auch mal die dunklen Charaktere ein bisschen anspielen. Natürlich nur in der Spezialfolge, beziehungsweise in weiteren Spezialfolgen. Und ja, schaut's euch an. Bolzen hat Kreid zerstört. Da darf er sich auch mal selber zerstören, der Bolzen. Ist schon ganz guter. Jetzt hatte ich Glück gehabt. So. So. Okay, jetzt hat es mich auch erwischt. Tari hat Dulani zerstört. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, haben wir noch Zeit. Wir liegen zurzeit noch knapp in Führung 4. 18 zu 5 23. jetzt mittlerweile. Ja, Aber ich hab. ist Wie viele Kills hast du jetzt eigentlich drei oder bisher? vier müsste ich auch schon haben. 3 sogar, oh. So, ich versuche jetzt mich mal wieder ein Stück weit an dir zu orientieren. Ich hatte vorhin. Ich meine, du, wahrscheinlich hast du Six. vorhin gereiht, Ja. getötet. Irgendwie, vielleicht, aber. Ja, den hatte ich runtergehauen, aber ich habe den dann nicht mehr bekommen. Der war dann auch auf einmal weg gewesen. So, jetzt kugelt mein Schiff natürlich auch schon wieder. Und mir folgt auch jemand. Ich glaube, Singen ist, oder? Ah, verdammt, er Ich hat weiß mich es erlegt. nicht. Oh. Moloch war's. Moloch. Dieser Moloch. So, gut, ich bin aber gleich wieder da. Noch liegen wir 6 in Führung. Rein hat sich selbst zerstört. Ja, das können nicht nur ich. Oder der Typ. Das passiert so schnell mal. So. So. So, lieber Extreme Gamer. Oh, der haut ab. Extreme Gamer haut Ja, ab. jetzt nicht mehr. Oh, Bolzen hat Game Extreme Gamer zerstört. So, lieber Moloch, du bist dran. Natürlich doof, wenn man immer hier halt keinen Boost mehr hat. Oder ich nehme Kreid halt wieder. Genau. Greit. Kreid oder Ich auch Kreid. dran. Zambolzen hat Kreid zerstört. Ha, ich habe heute eine Glückssträhne oder so. So, Moloch. Oh, jetzt haben sie mich erwischt. Da fisch ich. Da fisch. Wir So. könnten unseren ersten Raumkampf Ne, wir gewinnen. werden ihn vermutlich gewinnen. Also, da dürften wir. Da müssen wir schon was ziemlich Dämliches anstellen, um das hier noch zu toppen. Ja, ich weiß, das könnten wir auch schaffen. Ich kann ja noch ein bisschen verrecken oder sowas in die Richtung. Also den Gegner feeden. Ja. Traue ich dir auch zu. Ja, mache ich auch. Ups. Bumm, Bolzen hat Daifisch zerstört. Dei Fisch. Fischi, Fischi, Fisch. Fischi, Fischi, Fisch. So, ich bin jetzt wieder in der Kreid her, aber da ist Ich noch hab halb 1000 Kreblock. Meter von mir weg. So. Kreblock, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich wurde ja selber beschossen. Das sollte man nicht gerade mittendrin machen. So, erstmal ein bisschen selber aufpassen hier. Wow. Da ist Moloch wieder, da war Moloch. Was?
Wumm. Uah, ich brenne, ich kokel. Uah, Tari. Die Tari oder der Tari hat mich zerstört. Die Tari? Tari. Die oder der Tari. Der Tari. Ah. Ein Harry, Alter. Ups. Weiß nicht, ob es ein Harry ist. Auf jeden Fall ist es ein Tari. So, der Detlef, Chef. Mein nächstes Ziel. Krieg dich noch. Oder, na, da oben ist Extreme Gamer. Vielleicht ist der erste was näher. Nehmen wir mit denen vor. Was für ein Treffer. Okay, so viel zu uns. Oh, Tari hat mich zerstört. Ja. Die mag mich wohl nicht, die Tari, Alter. Oder der Tari. Na. Na gut, noch zwei Kills und dann haben wir gewonnen sogar. Boah. Oh, ich habe eine Medaille bekommen. Eine Kämpfermedaille. Für 10.000 Schaden. Wow. Oh, Glückwunsch. Ich glaube, in den letzten Dingern hatte ich nur 3.000, glaube ich, gehabt. Boah, das hat mich auch nochmal erwischt. Aber ein Kill noch, das kriegen wir, denke ich, hin. Boah, schon. Jawohl. Sehr gut. So, gucken wir mal. Days hat 20 Opfer gehabt. Ich habe, wo bin ich denn? Bolzen. Bolzen, meine ich. Da stehe ich mit 7. Naja, immerhin. Oh, abgeschlossen, fortgeschütterter Raumkämpfer. 7 Leute habe ich platt gemacht. Wutza! 7, ui, nicht schlecht. Immer noch Bronzemedaille, aber was soll's. Ja, gut, ich hatte jetzt nur. Ne, ich stelle jetzt nur einen. Und Trefferquote 28. Ja, nein. Trefferquote 10 bei dir. Solltest du vielleicht doch noch ein bisschen dran arbeiten, aber geht schon. Ja, ich habe jetzt heute etwas. Ich sag mal so, ich habe jetzt heute etwas mehr auch den Überblick wieder gewonnen, wie das funktioniert jetzt, sprich, das war mir in der letzten Folge eigentlich auch schon aufgefallen gerade, dass man ja, wenn du den die Waffe hast, dass du ja ab erst einer bestimmten Distanz ja dann erst triffst, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich immer die ganze Zeit geschossen habe, auch wenn die 7000 Meter ja weg waren, aber du darfst es ja halt erst ab 4000 Meter machen. Genau. Oder solltest du es ja dann erst ab 4000 so Meter machen, wenn du halt, je nachdem wie deine Waffe halt auch ist. Genau, so ist es. So, ich gehe mal wieder hier raus, so, Coruscant wird geladen irgendwann mal. Genau. Du kannst so, Nachrichten und Gegenstände an eure Spieler schicken, blablabla. So, oh, Mission abgeschlossen. Ringe Schiffsrequisition, der du sprichst nochmal. Welches große Geheimnis verschweigt ihr? Ich entschuldige mich für meine Verschwiegenheit, aber sie hat mit einer Person zu tun, die das Imperium nur zu gerne in die... Keine Ahnung, was du da mit deinem Mikro machst. Angrads Sohn, Tarnis, war der leitende Wissenschaftler unserer modernen Waffenforschungsprojekte. Doch all die Technologien wurden von Dr. Nazan Godera erfunden. Dr. Godera ist ein Genie. Er berechnet im Kopf Zielalgorithmen. Nur zum Spaß. Da ich auf Taris bin, nehme ich an, dass er auch hier ist. Korrekt. Doch die Situation ist kompliziert. Dr. Godera hasst das Imperium. Er hasst es so sehr, dass er aus Protest alles hinwarf, nachdem die Republik den Vertrag von Coruscant unterzeichnet hatte. Er tauchte völlig unter. Wir fanden kürzlich heraus, dass er sich auf Taris versteckt. Doch wegen der Sümpfe, der räuberischen Kreaturen und der Stadtruinen können wir ihn nicht finden. Wie könnte er unter solchen Bedingungen überleben? Er ist ein findiger Mann. Und er ist nicht allein. Er hat hochentwickelte Droiden bei sich. Die Republik kolonisiert Taris neu. Vor kurzem haben wir Beweise dafür gefunden, dass sich unser vermisster Doktor seit Jahren dort aufhält. Unsere Aufklärung hat einen von Goderas Außenposten im Sumpf entdeckt. Vollständig automatisiert. Darin befinden sich nur Droiden und die kooperieren nicht. Wenn der Doktor nicht dort ist, was sollen dann Droiden in dem Außenposten? Wir glauben, dass Godera mehrere Einrichtungen unterhält. Die Droiden sehen während seiner Abwesenheit nach dem Rechten. Einige meiner Leute haben Taris nach weiteren Außenposten durchsucht. Die Überlebenden kamen mit leeren Händen zurück. Nach dem, was ihr auf Ort Mantell erfahren habt, brauchen wir das Fachwissen dieses Mannes. Mit euch haben wir die besten Chancen, Dr. Godera zu finden. Ich werde ihn lebendig zurückbringen, koste es, was es wolle. Psst.
Du, kann ich schon stören? Nein, noch nicht. Psst. Sie werden euch bei der Suche helfen. Ich übertrage die Außenpostenkoordinaten. Viel Glück. Wasatra Ende. Okay. Ja, hat der Arik ja schon vollkommen recht. Man sollte seine Untergebenen nicht verhätscheln und wie ich schon gesagt habe, dort in der Gesprächsoption, ich bin auch nicht unbedingt gern Chef. Ich will kein Chef sein. Mir reicht's, wenn mein Chef macht, was ich sage. Ja, so ist es. So, ich fliege jetzt gerade auf Taris. Ja, ich bin auch gerade unterwegs. Wunderbar. Okay, das Schiff fliegt von alleine. Kann auch von alleine landen. Das machen wir jetzt eh gleich. Also gehe ich schon mal raus. Oh, Gespräch. Okay. So, gleich hat es wahrscheinlich zu Ende geladen. Wenn es denn gleich mal fertig wird. Eine neue Map dauert immer lange zu laden, scheinbar. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht noch ein paar Aktualisierungen im Hintergrund macht. Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Wenn nötig, aber auf jeden Fall sein. Ja, was macht er was? Ja, neue Karten laden extrem. Ach so, das benötigt bei dir deine Zeit. Genau, richtig. Ich weiß nicht, also ich hatte ja vorhin, wir hatten das ja vorhin mal, gerade jetzt hier in dieser Aufnahmesession hatten wir ja irgendwo mal einen Vorschlag gehabt und ins neue Gebiet gegangen, Ladescreen von einer Minute auf jeden Fall gehabt und dann zurückgegangen, ging das ohne Probleme, ne? Da speichert der Computer scheinbar noch den ganzen Spaß dazwischen. Ja. Ich weiß halt echt nicht wieso, weshalb, warum, also gerade jetzt hier auch die neue Map hier zu laden, das hat auch ziemlich lange gedauert. Ja, das dauert natürlich immer größer Maps sowieso von Hause aus noch länger als normale kleine Maps in Anführungsstrichen. Das muss natürlich alles geladen werden und wenn es schon mal einmal, wenn du schon mal da warst, dann geht das Rückzug deutlich schneller, weil es ja eben schon irgendwo im Cache-Speicher ist. Gesundheit oder war das nur ein Husten? Das war ein Husten. Gut. Okay, so ich bin jetzt gerade unterwegs. Ich bin gerade auf. Ja, natürlich verpeilt wie immer. Gerade auf Taris angekommen. Wir treffen uns, würde ich sagen, wie immer draußen vor der Tür. Jawohl. Da, wo es zu den anderen Stationen geht. Ne? Was sagst du, Arik? Wird schon so richtig sein. Ich muss echt mal dran denken, den Buff hier immer wieder zu aktivieren. Oh, das ist eine gute Idee. Zack. So, Olaris Raumhafen. Und da geht's. Genau. Hinein mit uns. Flop. Ins Verderben. Muss ich mal gucken, wo kommt dann der Tür raus? Hier die Botschafter, also auf der anderen Seite. Also gehen wir erstmal hier auf die andere Seite. Ja, hallo Droide. Willkommen auf Taris. Hallo. Hallo. Ich möchte euch im Namen der Galaktischen Republik dafür danken, dass ihr uns bei diesem historischen Projekt unterstützt. Zu eurer eigenen Sicherheit solltet ihr bitte nicht die militärische Sicherheitszone ja. Die Siedlung herum verlassen. Diese Welt und unsere Arbeit hier werden als Leuchtfeuer der Hoffnung für die Republik. Genau, bei mir läuft jetzt gerade, quatscht gerade einer im Hintergrund, deswegen sage ich nicht viel. Sind wir größer als jedes Hindernis. Ja, bei mir auch. Also an die Arbeit. Zusammen. Okay, zusammen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Und wie findest du die Luft hier? Schön frisch. Ne, ja. Gut, dann nehmen. Haben frisch. Wir hier schon mal was? Den Daniel Bardo. Hallo Bardo, was gibt's Neues? Essen gibt's bei dem. McDonald's. Einen Moment bitte. Also was? Sturm? Scanne. Identität bestätigt. Das ist der Kerl. Sehr erfreut, Lieutenant. Wir haben einige Sicherheitsbedenken beim Wiederaufbauprojekt und Gouverneurin Zaresch hofft, dass ihr und euer Team helfen könnt. Wenn die Leute dieser Siedlung in Gefahr sind, bitte ich euch, lasst mich helfen, sie zu schützen. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns helfen würdet, Jedi. Taris ist wesentlich gefährlicher, als ursprüngliche Berichte nahegelegt haben.
Die Details sind außerhalb des Planeten nicht jedem bekannt, aber... Aber wir versuchen, einen Planeten wieder aufzubauen, der voll von giftigem Schrott und verseuchten, fleischfressenden Monstern ist. Und es funktioniert nicht. Gouverneurin Zaresh hat bereits Pläne, um einige der Hindernisse aus der Welt zu schaffen. Aber für deren Durchführung bedarf es fähiger Individuen. Individuen wie euch. Ja. Auf mich könnt ihr zählen. Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Genau. Glänzend. Gouverneurin Zaresh wird die Pläne detailliert mit euch besprechen wollen. Ich werde sie wissen lassen, dass sie gleich mit euch rechnen kann. Dank eurer Hilfe wird sich für die Leute hier alles ändern. Danke. Bitte. Bitte. Da sagt man immer, eine Person kann nicht viel ändern. Es ist offensichtlich auch ein bisschen anders. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Komm mit. Und gehen raus. Aber nicht mehr in dieser Folge. Das machen wir in, na, eigentlich in zwei Folgen. Wie es draußen aussieht. Ja, das werden wir euch mal spannenderweise erst in der nächsten Folge zeigen. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Dann gehen wir endlich mal raus. In, wie gesagt, zwei Folgen, Folge 100, wird es etwas anders. Oh, ich hatte Level-Up, sehe ich gerade. Das mache ich noch schnell. Das mache ich noch schnell, genau. Ich verteile hier noch schnell einen Punkt, und zwar Gold und Kapsel. Genau, und... Zap. Okay, ja, so. Bumm. Nee, halt hier, übernehmen. Zack. Ja, so, also, wie gesagt, ja, jetzt tschüssi, wie es draußen aussieht, werden wir sehen. Ich kann nur also viel verraten, es wird ein bisschen grüner als auf Coruscant. Tschüss. Muss ich aber winken, so, jetzt aber. Okay, tschüss.